Was sagt man dazu? Bin ja schon ein bisschen enttäuscht, dass mich hier gerade jetzt am Anfang kein Tod erwartet, der mir schön mit Leben aushilft. Enttäuschend. Aber Leute, ihr lasst mich nicht im Stich, das ist toll. Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy mit Luigi. Und ja, Musik halt mit meinen vier Leben hat jetzt irgendwie klarkommen, ne? Machen wir einfach munter weiter in der Badezimmergalaxie. Ja, was ist denn los hier, kleiner Tod? Er hat ja doch Post. Ich dachte, das ist immer am Anfang oder so, du bei Mario so. Kleiner, halt sofort her. Ich brauche die Leben. Und sorry, dass ich dachte, du hast mich enttäuscht. Hier ist ein Brief von Mr. Peach. Lieber Mario. Ja, ja, ja. Nanu, ich hab wohl eine, bin ein schon schlechter Postbote, wenn ich dir den falschen Brief gebe. Mhm. So, komm, gib mal her. Die will ich haben. Annehmen. Oh, selbst in Gefangenschaft ist Peach so fürsorglich und toll. Ja, aber hat keinen Bock auf Luigi oder ignoriert ihn total, dass Mario ein Geschwisterkind hat. Erstmal mit 24 Leben starten. Geil. Gut, welche Level warten denn noch auf uns? Was haben wir noch gehabt hier? Es ist kein Komet da, also es ist kein Gumeluma da. Also machen wir munter, ja, ganz normal weiter, würde ich sagen. Das ist soweit cool, cool, cool. Ah ja, Kampffelsen Galaxy, bevor ich den nächsten Boss mache. Also nochmal zwei Sternchen. Absturz. Yes. So, komm, kann ich jetzt so ja den Geheimstern machen. Schleich dich in die Riesenfestung. Na, ob wir das wirklich machen? Ich bin gespannt. Ich glaube, wartet hier dieser Geheimstern. Wo ich ja damals glaube ich, auch mega gestruggelt habe, aber an sich ist es total einfach. Bams. Nee, das ist glaube ich noch nicht, ne? Nee, aber vielleicht beim nächsten Mal. Bei der nächsten Mission. Wir gucken mal. Na guck mal, jetzt gibt es hier sogar Bob-Oms, die man benutzen kann. Stup, stup, stup. Oder auch benutzen muss. Ja, komm her, Bombis. Dankeschön. Hups. Wow. Ich will die alle wieder haben. So, dankeschön. Komm her, Bombi. Aua. Sips. Ups. Zum Glück ist der Radius groß genug. Boom. Let's go, Leute. Luigi, komm an. Und. Boah. Wo sind wir denn hier? Oh, das ist ein Verwundbarkeitsstern und ein Gumeluma. Warte mal, das ist vielleicht doch hier das Secret. Hilfe. Ach, Feuer ist es, Mann. Ich ignoriere ich. Sag, du brauchtest dafür nicht viele, oder? Kann das sein? Ja, 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 du hast du keine Sternteile? Ich will fressen, Mann. Kannst du mir doch fressen? Und wie viel willst du haben? 30. Habe doch glatt dabei. So, Mike, jetzt mal bitte. Das war ich bin richtig voll, Alter. Boah, super toll. Wenn man loslegt. Ja, neuer Planet wurde geboren und das habe ich gemeint. So, dann kannst du gleich mal machen. Sehr schön, freue mich. Wobei, das hier ist ja noch die einfache Variante, ich weiß. Hoppala. So, na, was hast du denn für ein Problem? Hm? Boah, ey, das ist ein Jackkasse, du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingesmashed. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar. Und die Belohnung natürlich, will ich auch haben. Oh, danke, danke. Oh shit, in 30 Sekunden muss ich hier richtig aufrollen, was aber echt ja kein Problem ist, weil man hier noch so viel Zeit hat. Bam, 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 bam. Es gibt noch eine zweite Version davon, die ist aber an sich auch einfach, wenn man ein bisschen weiß, was man machen muss, was man machen soll. So, aber da kommen wir später zu, Leute, später. So, das hätten wir doch schon. Komm, explodiere, Mann, explodiere. Oh, oh. Yeah, super, vielen, vielen Dank, Mann. Jetzt ist es schön sauber. Ach, übrigens, ich habe das hier gefunden. Nimm mit, bitte. Boah, mit seinem Magnet-Aufsaugestab. Ja. Yeah. So, übrigens, ne, nicht in die Röhre reingehen, damit müssten wir wieder zurückkommen, wenn wir hier keinen Bock mehr hätten. Aber wir haben es ja geschafft. So wurde auch aus Luigi ein kleiner Saubermann. So. Okay, Bonusstern, wir gehen gleich nochmal rein, natürlich machen die original gedachte Mission. Lala, die Mülldeponie der Riesenfestung. Super, geil, speichern. Ja, okay, von mir aus. Bum, 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 bum.
Zack, gespeichert und let's go. Jetzt entdeckt man dann echt, dass wir beim nächsten Mal auf jeden Fall den Boss machen. Wir haben hier noch 2 Sterne. Alles erledigen. Jetzt brauchen wir jetzt keine Sternteile mehr einsammeln. Jo. Also nur noch die nötigsten. Best Score ist bei 0. Ganz ehrlich, macht hier irgendjemand einen Highscore? Warum gibt es überhaupt den besten Score? Ich meine, Münzen sammelst du einen für Energie oder halt für ein Leben? Ja, aber... Wisst ihr, also... Das ist ja nun wirklich Quatsch. Leben kriegst du von Tod. Kriegst du auch so, während du spielst in den Händen der Hell geschmissen. Also... Versteh ich nicht so ganz. Uppala. Luigi, spring weit. Mann, ey, da braucht man eine Weile Anlauf, bevor er wirklich in diesen Modus des Sprunges geht. Das macht er immer nur aus dem Stand diesen Rückwärtshaltung. Yeah! Wow. Let's go to Luigi. Jawoll. So, hier würde ich auch trotzdem gerne alles zerstören und zerballern. Hilfe, Mann. Ja, gleich. Lass mal gucken, was ich überhaupt machen soll. So, Bob-Oms. So, ich hoffe, das klappt. Bleiben eigentlich immer relativ in der Nähe des zu springenden Objektes liegen. Let's go! Ja, voll cool. Oh je. Hoppala, jetzt bin ich schon irgendwie. Boom. Halt dich weg oder kaputt machen. Boom. So, hüps. Stup. Oh je. So, hat es geklappt? Ja. Schön alles abgeballert, alles zerstört. Nice. Sorry, habe ich hinreißen lassen. Na, Kleiner, freust du dich jetzt? Ist doch schön, oder? Danke, hier, das ist für dich. Verwandlung. Wow, Swoot, let's go, Luigi. Wow, was soll ich denn hier? Wow. Oha. Na, wieder so ein Durchziehwirrwarr. Okay, verstehe schon. Bloß nicht auszusehen irgendwo rein. Außer nach da! Jem. So, schön voller Energie. Dann der wieder schön den sicheren Weg. Bloß nicht so schnell, sonst schwingt Luigi immer nach. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, und jetzt einfach hier so. Zack, je. Und abgepasst. Let's go. So. Ich glaube, wenn ich da reingehe, bin ich richtig. Ich will erst noch mal kurz. Ja, gucken, was hier drauf ist. Wuhu. So, Achtung. Oh, ne Schöne. Ein bisschen Sternenteile. So, dann kommen wir hier noch mal kurz gucken. Ja, Luigi, nicht so rumschlittern. Ganz ruhig. Komm schon. Der Pups. Oh. Nicht ganz geschafft. So wie es sein soll. Boom, boom. Den Dittü. Juhu. Okay, dann mal rein. Denn, ja, weiß nicht, ob man wirklich von Schleichen sprechen kann. Auf jeden Fall jetzt aber rein jetzt hier. Wow. Ich, okay, den muss ich retten. Voll eingesperrt. Wieder mit hier. Ah ja, okay. Zerstörbarer Kapsel. Luigi, nicht hier so rumeiern. Nimm das mit, die Bombe. Achtung. Und jawohl. Okay, und jetzt? Oh, stimmt ja. Zieh du damit. Okay, alles klar. Und boom, na komm schon. Au. Wow, einer Luigi vorhin hat seitdem noch geguckt. Okay, gut. Na, komm her. Na, Bombis. Die andere Klingel oder Beugung. Und auch sonst komme ich nicht dahin. Ach man, schön. So, okay, Achtung, genau zielen. Boom und. Haben wir die jetzt kaputt gemacht, die Festung? Nice, da ist schon der Stern, Leute, da ist er. Erstmal ein One-Up. Okay, verstehe. Ein kleiner Hindernisparcours mit Bombe. Ey, ist aber, wo ist denn das Problem? Stup, stup. Oh, vielleicht 2 auf einmal? Nicht wirklich, aber komm, der braucht schon nicht ohne Leben, oder? So, war doch cool. Ist hier noch irgendwie was verstecktet? Ach, ich hab so viele Treffer. Kein Ding. So, jetzt muss ich hier, Alter, komplett durchballern, genau zum Stern. Kein Ding! Yes!
Geil. So, auch eine schöne Mission. So, ich denke mal, eine müssen wir noch schaffen. Ja, dann schon beim nächsten Mal der Bus. Nee. Hups. Boinks, boinks. Nee, super. 24 Sterne schon. Bald 1000. Absaven, klar. Abgesaved. Let's go. Schnell, schnell, schnell. Was kommen denn jetzt als nächstes noch? Einer fehlt noch. Das... Ja, was war das denn? Nee, ich hab keinen Plan. Ich muss mich überraschen lassen. Dum, bum, dum, 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 dum. Die Bedrohung. Hier ist doch alles bedrohlich, oder nicht? Oh, Mann. Stimmt, ja, es ist wieder ein Boss, Leute. Es ist einfach ein Boss. Wie es in dem Spiel hier Dutzende gibt. Wir fangen immer wieder gleich an. Uff. So, dann gehe ich erstmal hier runter, ne? Erstmal unterirdisch. Yeah! Oh, was sind ihr für Typis hier? Na komm, Bams. Nee, 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 muss ich rauslocken. Schön rauslocken. Mist, Daddy. So. Kann da oben eigentlich schon längst hingrabben, aber... Ah, hier die Sternteile. Ja, schön viel. Hups. Wohin jetzt? Wow, wow. Okay, jetzt war doch mal eins woanders. Interessant. Ja, Boah, wie hat das denn jetzt gemacht? Ja, okay, Mann, das Ding bewegt sich. Ja, kann auch so mit oben und unten explodieren will. Ich will leben! Ups, Da jetzt schon hin, oder was? Da sind wir doch schon gleich da. Okay, Feuer eingesperrt, Kleiner, was? Kleiner, wie kann ich helfen? Was ist hier los? Die Elektrodrähte sind im Weg und ich kann meinen Freund nicht befreien. Ramm irgendwas mit der Drehattacke, um die Drähte zu zerballern. Ja, verstehe. Aber erstmal liegt ein bisschen Energie, ne? Das ist wichtig. So, der muss darin hier gecasht werden, Alter. Boom! So, er hat hier zwar irgendwelche komischen Dinger, aber ich bin krasser. Jawohl. Ja, danke. Nun eile vorwärts. Vielen Dank. Zum Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Verwandlung! Aber jetzt wird er seinen Freund nie wiedersehen, weil es ist für immer so ein Sternding hier. Na gut, hüps. Ist okay. Was war jetzt hier? Erstmal den Typen hier platt machen. Sehr schön. Kisten kaputt machen. Eine Truhe, sei schon eine Röhre. Ins Ungewisse. Jo, dann abwärts. Ich wusste, das Level geht noch dabei. Let's go. Alter, Gravitationshebel. Nett. Was das wert? Ich weiß nicht. Ich kann ja nicht abkürzen. Warte mal, wenn ich mit Luigi. Alter, Luigi kann so mega hoch springen, ey. Einfach mal übelst abgekürzt. Aber ich wollte eigentlich mal kurz gucken, was hier noch so ist. Weil jetzt ist eigentlich der normale Weg dahin. Da kommen jetzt noch so schöne Sachen hier. Was haben wir denn hier noch? Okay, auch Instant Kill Lava oder was? Ich weiß nicht. Muss ich all die Adi machen. Richtig übel. Das ist halt Luigi. Was soll er dann sagen? Gut, oder absichtlich schlecht spielen oder was? So, das ist hier der eigentliche Hebel. Jawohl. So. Und jetzt hier halt, dass man, ja, darf man nicht sich hoch, zu hoch drücken lassen. Ja, dann wird man wieder runterfallen. Ach, Luigi, ey, hast du ja kein Problem damit, denn du bist so mega der Jump-Typi. Ups. So, okay, so die Jump, Alter, yeah. Alter, wie weit er wirklich jumpt. Sollen wir kurz aufpassen? Schön alles mitnehmen. So. Na, guck mal. Cool. So, okay. Oh, oh. Mit zerquetschen will ich natürlich nicht. Will ich nicht zerquetscht werden. Wow. Oh. Diese krasse World. Ah, der Ringlichtmeister. Hat aber eine kleine begrenzte Reichweite. Also macht mir ja nichts aus. Moment. Oh, so viele Sternteile, was soll ich denn damit? Whee! Die kriegt man so oft hinterher geschmissen und das reicht echt, wenn ich nur die einsammel, die mir immer so auf den Weg kommen. Ja, reicht vollkommen aus. Uff. Oh Mann, ey, was solltet ihr da bringen? Ja, ich komm her, ich muss hier die Dinger. Hoppala, yeah! Oh, oh. Nummer 1, aua, Nummer 2, komm schon.
Jawohl. Leute, ich glaube, damit haben wir schön die Festung zerstört. Einfach so. So, und schon sind wir beim Boss. Ist das hier nur irgendwas Geiles im Hintergrund? Nö. Kann einfach rüberspringen. Yeah. Oh, oh, oh. Aber gar nicht geschafft. Schon durchgerammt. Na komm her, boom. So. Verdammt, dadurch gehen die zwei nicht kaputt. Die kann ich nochmal einkaufen, will ich aber nicht, denn ich bin ready. Ach du meine Güte, guck dir das mal. So ein böse guckender Drehkreisel. So, den können wir erst angreifen, wenn wir seine, ja, seine kleinen Helfer hier wegballern. Dann wird er nämlich richtig mad. Wir betäuben ihn, plups, und rammen ihn selber da win. Aua, mutoing. Easy, oder? Wieder alles zerstören. Aua, hey. Boing. Die kleinen Viecher halten ja echt gar nichts aus. Kituichi! Ah, warum? Wieso ist er jetzt weit gesprungen? Luigi mit seinem Schlitter-Effekt, ey. Kling, kling, kling. Ching, ching. Oh, jetzt ist er richtig wild hier. Die muss ich jetzt ja in die Wand hauen. Sonst verschwinden die nicht. Ja, war das schwer. Aua, Mann. Okay, boings. Boings, das war's. Ach, Sterne, so wunderbar. Tschüss. Cool. Stern erhalten. So, Leute, ich glaube, den Boss schaffen wir aber heute nicht mehr. Vielleicht gibt es noch was anderes, was man sich angucken kann. Weil, ne, das ist ja wieder... Nee. Der dauert zu lange. Vielleicht ist auch ein kleiner Komet aufgetaucht. Das wäre schön. Alter, schon 1000. Abspeichern. Sehr gut. So. Mal gucken. Also, wir hatten schon überall alle möglichen Kometen. Ja, nee, es ist soweit alles okay. Wir müssen hier warten auf den Komet. Ja. Aber wir können schon mal diese geile Endboss-Welt. Bowser-Sternenfabrik. Alter, ist das schon der erste Kampf gegen Bowser? Oh oh. Ach komm, den Mike jetzt einfach noch. Was soll's? Come on. Yes. Dum, dum. Bum, bum. Einfach Bock. Kampf in Bowsers Festung. Kann ja auch nicht so schlimm sein, oder? Ich meine, es ist nur Bowser. Der aber auch schön mit der Gravitation spielt. Aber dafür weiß ich, dass der Kampf gegen ihn mega simpel ist. Okay. Ja, Kleiner, willst du mir irgendwie Glück wünschen oder so? Kann es sein? Ich fühle einen großen Stern da drin, aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespickt. Pass gut auf dich auf, ja? Ja, ich bin doch kein Anfänger hier. Die geile Musik. Schöne Hommage an Super Mario 64. Bowsers Festungen. Was ist denn das? Oh, ein Flamethrower. Trap, also keine Angst vor. Also ich glaube, hier kannst du ja wirklich nur auf dem Womp selber irgendwas kriegen. Alter, meine Güte, kann Luigi hochspringen. Oder ob es ein schwarzes Loch? Okay, nee, wartet mal. Er ist schon zum Boah, jetzt ist schon zum schwarzen Loch gesprungen. Aber nein. Hm? Die Gravitation hier ist total chaotisch. Achte auf die Pfeile auf deinem Weg. Ja, mach ich. So, hier ganz vorsichtig rüber. So, ich muss dann auf diese Brettchen da. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Aber wie könntest du schwarze Löcher so komisch nebeneinander existieren? Geht doch gar nicht. Ups. Wow. Super. Ach man, das ist so verrückt, der mit der Gravitation. Aber das hat mega coole Feature irgendwie. Macht schon Spaß, sich da so reinzudenken. So. Dank der Kamerabeg ist beinahe runtergejumpt, weil die Kamera sich automatisch dreht. Weißt du? Ach, Luigi, Tram. Habt ihr das gesehen? Das war cool, oder? Oh, Cash. Jetzt wäre ich beinahe drauf gegangen. So. Okay, was los? Gleich sind wir da. Oh mein Gott, cool. Wow. Rotze hier erstmal so eine... Yeah. Feuerbälle, ey, da man kann der richtige Meteoriten rausspucken. Boah, da ist er, ey, du Schudel. Tja, Bowser, jetzt guckst du blöde, war nicht Mario, sondern Luigi wird's dir zeigen.
Du bist schnell gekommen, Mann. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Na, wollen wir noch mal sehen. Wow, Mann, geiler Kampf. Woo. Yeah. Bowser sich hier richtig dumm wieder selber besiegt. Guckt ihn euch an, dieser Trottel. Aber, was soll? Was habe ich gesagt? Mann, warum bin ich so doof? Tja, Bowser. Boom. Alter, die Schockwellen, ey, die richtig einmal rumgehen. Was macht er denn da? Schwimmen! Er muss ihn immer auf diese Glasscheiben hier locken, weil da ist Lava drin. Oh, warum bin ich immer so leicht zu durchschauen? Was zum... Oh, meine Schwasche! Boah, wie er rumkreiselt, Alter. Yeah! Aber Bowser, ich in irgendeinem Spiel jemals schwer? Ah! Tja, was hast du jetzt? Hm? Verdammt, jetzt war ich gleich zu durchschauen. Tram, ja. Und Trottel. Also natürlich sind die Löcher jetzt auch für mich gefährlich. Rennt einfach lang. Nein, warte, Lütchen, nein! Oh, und sagt tschüss, Bowser. Oh, shit. Wow! Ach, das ist mies gelaufen. Aber mein Plan kommt gut voran. Luigi, glaubst du, du kannst mich aufhalten? Hahaha, Trottel. Warum kann Bowser sich einfach wegteleportieren? Richtig mies, aber Luigi hat's geschafft! Starr! Ist komisch. Starr! Gut gemacht, Luigi! Oh je, Kampf in Bowsers Festung abgeschlossen und eine weitere Kuppel freigeschaltet. Galaxy Completo. Schön, Leute, dann können wir heute den Part schön beenden. Neue Galaxy entdeckt. Ja, mehrere, so ja, 4 Stück. Und ja, ein neuer Komet. Machen wir auch gleich. Am besten so schnell wie möglich. Ein großer Stern ist zurückgekehrt. Und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalt, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Hab schon verstanden. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Wenn unsere Sternenkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Okidoki. Leute, vielen Dank für euer Interesse wieder. Cool, ich mach dann erstmal den Kometen, wenn er schon mal da ist. Und dann gehen wir aber auf in die nächste Kuppel. Oh yay! Also dann, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!